Lauter sein. Während hier die drei noch Randale machen. Wir haben noch insgesamt 25 Euro offen bei Joey's. Da sind ein paar Sachen nicht bezahlt worden. Da sind zwei Cola, ein Bon Aqua, ein Classic Burger und ein Ruhrpott-Angebot nicht bezahlt worden. Wir haben das jetzt erstmal übernommen. Wenn jetzt irgendjemandem einfällt, er hat nicht bezahlt oder sonst was, wäre das schön, wenn er uns das Geld geben würde. Sonst muss das unser Verein tragen mit knapper Kasse, was nicht sehr schön wäre. Abschlussveranstaltung heute ist um 16 Uhr. Vorher haben wir ein paar Sessions und für die Sessions eine Bitte, wenn ihr aus dem Raum geht, bringt euer Geschirr mit raus und stellt es dorthin, wo es hingehört und lasst es nicht im Raum stehen, weil das ist nicht besonders schön für die Leute, die nachkommen und zum Schluss muss es Unperfekthaus aufräumen und das ist einfach nicht nett. Lasst uns versuchen, das aufzuräumen, wenn wir rausgehen. Herr Michael, unser Finanzpfad, hat gerade eben noch gesagt, ich soll auf die Taschen, die T-Shirts und die Kalender hinweisen, die man käuflich bei ihm erstehen kann. Tasche 2,50 Euro, Kalender 5 Euro und das T-Shirt 15 Euro. Und wenn du alles zusammenkaufst, sind es 20 Euro. Das heißt, es gibt noch ein bisschen Rabatt, die wir ihm aus seinem Rippen geleiert haben. Ja, Sessionplanung. Eine Session von gestern ist ja noch übergeblieben, T-Free Monitor. Weil die letzte Session-Slot so sehr voll war. Das heißt, wir können das nochmal neu einplanen. Und ansonsten bitte ich um Vorschläge, Ideen, wer wie was gerne halten würde. Hallo? Wollen wir alle nach Hause gehen? Welche Farben? Oder dann fangen wir an. Welche Farbe? Das Farbe kannst du dir gleich aussuchen. Ja. Ich habe ja gestern angeboten über Twitter und auch in diversen Gesprächen. Ich würde einfach nochmal was zu der Form Engine erzählen und habe dazu ein kleines Beispiel vorbereitet, wie man jetzt hingeht und als Entwickler sagt, ich möchte da einen neuen Feldtypen in der Form Engine registrieren und in meinen Typo3-Projekten verwenden, weil ich zumindest schon von der einen oder anderen Seite mal gehört habe, dass das in den Jahren zuvor so gemacht wurde, dass man eigene Feldtypen definiert hat. Und da wollte ich einfach mal mit einem kleinen Beispiel zeigen, wie man das jetzt macht mit der Form Engine, sodass es da eben sauber ankommt und sauber auch ins Backend kommt. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist ja von gestern so ein bisschen dazu gekommen, dass ich einfach mal zeigen würde, wie ich dran, wenn ich eine Extension auf das neue Zoom-Mate jetzt update. Vorschlag von gestern war, dass man die verschiedenen Typen von Sachen, Entwickler, Frontend, Backend, hier mit Farben markiert, damit man sie nicht parallel hat. Also wenn jemand mehrere hat, dass ein Entwickler-Talk gelb kriegt, Frontend kriegt sowas, damit halt solche Sachen nicht parallel laufen. Aber das muss man nicht unbedingt machen, könnten wir machen. Und, ich mach das für heute weg, das kriegen wir sonst nicht hin. Das ist kompliziert. Ja. Gut. Du schreibst jetzt hier erstmal deinen Namen und das Thema drauf und dann fragen wir, wer davon mitmachen möchte. Also das erste Thema ist ja dann Form Engine. Genau, dann. Achso, haben wir schon? Nee, haben wir noch nicht. Handzeichen für Form Engine. Das müsst ihr einschätzen. Wo würdest du es hinpacken wollen? Die 404, 40? Ja. Form Engine. Ja. Und dann noch das Extension Update. Können wir hier machen. Zur gleichen Zeit. Möchtest du dazwischen Pause haben? Wie schnell bist du? Von der vierten Etage hier hin? Oder lieber eine Stunde Zeit? Ja, dann würde ich lieber die Stunde Pause. Okay. Danke. Der Nächste. Ja, hallo. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Helmut. Ich beschäftige mich seit langer Zeit mit dem Thema Security und das wäre auch mein Vorschlag, wenn Interesse besteht, darüber eine kurze Geschichte zu erzählen, sag ich jetzt mal. Ich habe jahrelang immer
so Vorträge über Security gehalten und gesagt, ja, das ist total wichtig und macht das alle und alle im Publikum so. Willst du nicht aufhören? Wir machen einfach direkt den Saal dafür fertig. Also jedenfalls eine kleine Geschichte, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass in meinem Projekt, das ich doch so sorgfältig programmiert habe, Expo 3, da plötzlich Hacker quasi die Seite übernehmen. Bisschen übertrieben, spaßig, lustig, aber trotzdem mit dem Hintergrund sozusagen, ja, was ist eine Sicherheitslücke, was ist eine SQL-Injection, das zeige ich dann auch so ein bisschen, wie funktioniert das und wie können Leute darüber dann ja, in mein Code reinkommen. Das wäre mein Angebot, wer hätte dazu was? Und alle so, ja, 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 alle, volle Lücke, komm. Ja. Name auf der Frage. Was fertig? Ja. Moin, ich bin Sammy. Ich hatte gestern schon diese T3 Monitor Session angekündigt, aber die hat sich irgendwie gebissen mit Mask. Und von daher, da war keiner da und das war mir auch klar. Jetzt würde ich die gerne nochmal anbieten, also für die, die das gestern nicht gehört hatten. Es geht darum, wie kann ich meine Typo 3 Installationen in der Mehrzahl zentral überwachen? Wie kann ich automatisiert mich darüber benachrichtigen lassen, wenn dort Dinge passieren, wie zum Beispiel Extensions sind nicht aktuell, die Codebasis der Extension hat sich verändert, wäre auch so ein Security-Ding. Wie kriege ich das mit überhaupt, dass da was passiert ist? Und wie kann ich in Redminder Tickets bekommen? Wie kann ich meinen Kunden irgendwie ein bisschen damit abfrühstücken, bestimmte Cases, die so mal wieder auftreten in Wartungsverträgen und das mit dem T3 Monitor? Gibt es da Interesse dran? Okay. Machst du das Blaue dann da irgendwo hin? Das, was da rechts oben hängt? Ja, vielleicht nicht parallel zur Security. Ja, das wäre, glaube ich, doof. Kannst du auch gleich machen. Also, ich habe das Ding fertig. Ja. Und das Zweite, was ich gestern auch angekündigt hatte, Randthema, war Streaming. Wie kann ich mit Open Broadcaster mich selbst sozusagen ins Netz veröffentlichen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie stelle ich das Teil ein? Was muss ich beachten? Was brauche ich an Bandbreite? Was gibt es für Services? Wie kann ich das monetarisieren? Eigentlich sehr interessantes Thema, gerade für Freelancer oder Leute, die im Homeoffice arbeiten, weil man kann einfach einen zweiten Kanal eröffnen, in dem man Geld verdienen kann, ohne dass man zusätzlich wirklich viel Arbeit hat. Weil ich hatte ja gestern auch schon gesagt, wenn man irgendwie in seiner IDE sowieso Code hackt, macht man das irgendwie live und reagiert auf Anfragen von irgendwelchen Nutzern. Was machst du da? Die gucken halt einfach nur zu. Du sagst einem Programming, bla bla bla, folgenden Case. Die finden das interessant, gucken zu und du sagst da im Prinzip nur was dazu. Und für viele ist das halt irgendwie uncool und ich mach das nicht. Aber eigentlich ist es eine gute Sache. Man kann damit halt ein bisschen Geld nebenher verdienen. Gibt es da Interesse? Ja, wenig. Eher. Ja. Also wenn da jemand was wissen will, kann er mich gerne auch, glaube ich, so fragen. Ansonsten müssen wir das nicht als Session machen. Ja. Entweder Sofa oder... Ja, mach doch das sowieso. Also wenn gar nichts mehr los ist von mir aus, aber ansonsten reicht das natürlich auch so. Karin hatte noch einen Vortrag. Achso, ja, wenn ich dazwischen darf. Ja, du stehst ja schon länger da. Nein, aber die anderen noch schneller. Also ich wollte ganz gerne eine Session über die T3 Rookies machen, mal nicht aus Andreas Sicht. Also einfach, Andrea ist ja da so für die T3 Rookies eigentlich im Vordergrund, die das vorstellt. Und ich wollte euch mal Beispiele bringen, was A für die T3 Rookies dieses Jahr gelaufen ist oder was sein könnte. Das heißt, einmal auch gucken, ob vielleicht hier unter uns potenzielle T3-Rookies sind, dann aber auch T3-Rookies, die schon dazu gehören. Und dann auf der anderen Seite eben, was könnt ihr alle tun, damit der Nachwuchs irgendwie kommt, damit der Spaß am Typo 3 bekommt. Weil jeder kann in seinem Rahmen etwas machen, das kann total unterschiedlich sein. Ja, und das wollte ich euch eigentlich dann mal zeigen und auch einen Dialog führen, wie man vielleicht gemeinsam als Community den Nachwuchs wirklich am Start kriegt. Ja. Hätte jemand etwas? Naja, also wir brauchen nur einen kleinen Raum. Sofa. Ja, das ist doch gut, da komme ich auch mal rein. Ja. Okay. Jetzt gleich sofort oder? Ja, moin zusammen, ich bin Martin.
Ich habe zwei Themenideen, die gehen beide so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Gleich fürs Erste riskiere ich wahrscheinlich jetzt mit Mistgabeln und Fackeln hier vom Hof gejagt zu werden. Hätte jemand Interesse an einer Neos-Einführung? Ich stehe dazu. Okay, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ich kann es, aber ich kann es nicht gut. Okay, ich glaube, ein kleiner Raum reicht, ne? Ja, zweiter Vorschlag, mal komplett was anderes, noch ein bisschen weiter über den Tellerrand hinaus, konnte ich anbieten, Konfigurationsmanagement mit Salt, geht so in Richtung Infrastrukturmanagement, wie verwalte ich große Infrastrukturen, wie bilde ich Infrastruktur als Code ab? Mit Salt? Ja. Ja. Das sind, ja, doch, cool. Das ist eine spannende Frage, die ich dir beantworte, wenn du in diese Session kommst. Ja, total heißer Scheiß. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Was wie Pappelkuchen besser? Wer würde denn auf die Idee kommen, nach dem Chef zu profitieren? Niemand würde auf die Idee kommen. Auch so, Pfanne. Jo. Ja. Moin, ich bin Joe, hatte ja gestern schon die eine oder andere Session. Mich würde mal interessieren, also hier ist jetzt extrem viel, gestern und auch heute schon wieder relativ viel Material für Leute, die coden, die administrativ unterwegs sind, die Code schreiben, die entwickeln, die, sag ich mal, immer unter der Benutzeroberfläche den ganzen Kram machen. Mich würde mal interessieren, wer sitzt eigentlich hier, der eher auf der anderen Seite dieser Benutzeroberfläche sitzt, die benutzt, zum Beispiel als Redakteur oder im Bereich Projektmanagement, oder wer ist denn eher Gestalter und Nicht-Coder, und wo wäre denn da gegebenenfalls eine Möglichkeit, einfach auch mal dafür Sessions anzubieten? Das ist vielleicht heute ein bisschen spät, hätte man vielleicht eher gestern machen können. Ich finde nur, dass das so ein bisschen untergeht. Dass halt immer so davon ausgegangen wird, hier sitzen eigentlich nur Entwickler und eigentlich sitzen da Leute, die ganz andere Interessen hätten, für die aber leider dann nichts geboten wird. Die sich aber vielleicht auch nicht trauen, sich hier auf die Bühne zu stellen, zu sagen, hey Leute, mich würde mal interessieren, wie geht ihr eigentlich an Konzeption, Visualisierung, Gestaltung, solche Sachen ran, dass man da vielleicht eine Session zu machen würde. Wer hätte zum Beispiel daran Interesse? Konzeption, Visualisierung, Gestaltung, solche Sachen. Das sind doch schon mal so, ne? 10, 15, ja, vielleicht sogar inzwischen ein paar mehr, 20 Leute. Ne? Was ich gut fände, wenn wir das nächste Mal ein Camp machen, dass dann nicht ich mich hier hinstelle und für euch frage, sondern dass ihr das dann selbst macht. Der Wunsch kam auch gestern. Ja, der Wunsch kam gestern. Wo kam der gestern? Von wem? Weiß ich es nicht. Von mir? Von dir? Ja, genau. Ja, wurde gestern erfüllt. Wunderbar. Können wir aber vielleicht heute noch ein bisschen mehr zu machen. Und du warst aber auch die Einzige von den jetzt 20, die aufgezeigt haben, gesagt haben, würde mich interessieren. Na, also da ein bisschen aktiver werden wäre gut. Ich mache das jetzt einfach mal so ein bisschen allgemeiner. Also das wäre ein Ding, was ich gerne anbieten würde. Bei den Rookie-Ding wäre halt auch so ein Teil, wo wir vielleicht mal von dem T3-Rookie-Begriff weg sollten. Mir geht es darum, wer sitzt hier zum Beispiel und ist Azubi, Anfänger und hat eigentlich noch gar keine Ahnung von dem, was hier überall die ganze Zeit gesprochen wird. So, ne, dieser ganze Begriffe-Kram, der euch da um die Ohren gehauen wird, wo ihr eigentlich gar nicht wisst, was ist das eigentlich, auch so Community-mäßig, wo ihr dann gar nicht wisst, wer gibt eigentlich was irgendwo, mit welchen Teams und wer macht da irgendwas und wo kann ich mich einbringen. Hatten wir da gestern eine Session zu? Hatten wir gestern nicht. Also wir könnten zum Beispiel eine Session machen, wo wir einfach mal erklären, was kann man eigentlich als Nicht-Entwickler im Bereich Typo 3 Community tun, um eben da alle möglichen Sachen nach vorne zu bringen. Da gibt es Marketing, da gibt es Editorial Team, da gibt es alle möglichen anderen Sachen. Dafür mal eine Session zu machen, das nur mal auf den Tisch zu bringen, damit ihr wisst, was da abläuft. Wer hat da Interesse? Sind jetzt nicht ganz so viele wie eben. Gut, dann machen wir da eben jetzt zwei Sachen draus. Du sagst mal in den Raum, einmal für, ich sag mal so grob 20, einmal für 10 Leute. Ja, natürlich. Multitasking-Feld. Das war die größere.
Englisch, ne? Ich kann das Security-Vortrag auch auf Englisch halten, wenn du wünschst. Und das war ein Sofa, ne? Ja, nee, das, also ich weiß nicht, wie viel passt bei dem Sofaraum rein. Also uns mal nimmt, ja. Mehr oder weniger sehen. Zwei, drei Sachen neu. Okay, alles klar. Warum? Das ist wieder doof. Ja, du willst da hin? Okay. Dann machen wir das Sofa, das sollte reichen. 404. Ja. Ja. Danke. Bitte. Sonst auch ein Wunsch. Ja, guten Morgen. Ich habe gar nicht so viel Text zu meinen Sessions mitgebracht, aber ich wollte über OMIZSH, also ein Terminal, reden, mit dem man sehr schnell Directory Browsing machen kann auf der lokalen Maschine, damit man sich eben halt schneller ins Projekt reinkommt und entwickeln kann. Also die Shortcuts damit, das ist ungefähr so eine Viertelstunde und danach das Thema Unit-Testing aufgreifen und da wäre das erste Thema halt Test-Driven Development, was es für Vorteile dann für meine Applikation bringt, wenn ich erst die Tests schreibe. Wer hat da Interesse dran? Ich kann das schwer einschätzen, weil mich hier auch alles blendet. Ja. Ich bin gut im Licht? Sehr schön. Und ja, das zweite ist eben halt auch wieder OMIZSH vorneweg und dann Code Refactoring mit PHP Unit als Testmöglichkeit in einem Magento-Modul, wo man eben halt einfach sieht, wie einfach es ist, in Applikationen zu refactoren, ohne dass man überhaupt Ahnung davon hat, was die gesamte Applikation halt tut, nur aufgrund der Unit-Tests. Das ist eben halt das zweite Thema. Wer hat da Interesse dran? Hands-on, ne? Hands-on, beides ist hands-on, ja. Das sind... Sofa, ja. Ja, Sofa. Gut. Bitte keine kleinen Gruppen mehr. Ihr kann gerne... Hallo, ja, mein Name ist Gernot und ich würde gerne eine Session machen zum Thema Knicke für Softwarearchitekten. Und zwar, da geht es darum, um Muster, Antimuster und Verhaltensweisen in Softwareprojekten, wie zum Beispiel, ist auch für Softwareentwickler relevant, wie zum Beispiel der Vereinfachungskobold, der Diktator, der Kammerjäger, der Saubermann, der Notationskrieger, der Prozessprediger. Also ich würde da gerne mal die Konzepte und Muster vorstellen und dann halt so ein bisschen Erfahrungsaustausch, War-Stories und solche Sachen. Also hat da wer Interesse dran? Okay. Ja. Gut. Ein Schritt raus. Ja, mein Name ist Daniel, betreue Motto Barrieren einbrechen und was Joe eben sagte, auch mal was für Integratoren Frontendler zu machen, würde ich gerne das aufgreifen, was hier jetzt auch schon mehrfach angesprochen wurde, Thema Testing, und zwar das mal für Frontendler, Integratoren. Im Prinzip das gleiche, was gestern schon für Programmierer gezeigt wurde, 1:1 wirklich für Frontendler, dass man in der ganz normalen deutschen Sprache, die jeder spricht, Tests schreibt, um für sich die Arbeit zu erleichtern. Wirklich ganz einfach getting started, okay, mit welchem minimalen Setup komme ich zu ersten Ergebnissen, um meine Arbeit für mich schon zu erleichtern und das dann halt später an Ausdauern für die Firma. Wer hätte da Interesse dran? Yes. Gut, das freut mich. Ja.
Vielen Dank. Ja, morgen, mein Name ist Simon. Ich würde gerne eine Session über Google Tag Manager anbieten. Ja, wer hätte Interesse? Eins, zwei. Ich glaube, was ist das? Ja gut, also Google Tag Manager ist zum Beispiel dafür da, dass ihr eben über JavaScript, also ihr habt eine einzige Einbindung und könnt eben darüber alle möglichen JavaScript-Includes eben steuern. Das heißt also, ihr habt nur noch einen einzigen Aufruf, der zunächst mal passiert, asynchron, und dann ja, sorgt der letztendlich dafür, dass alle anderen Sachen ausgeliehen werden. Bitte? Nee, ist für externe Tags. Also wenn nicht so ganz. Analytics-Tags, Tracking-Pixel oder sonstige Sachen da reinjagst, 27.000 für alle möglichen Anbieter. Ja. Ja, wer sitzt da vielleicht ein paar mehr Leute? Aber ich glaube, es ist immer noch relativ klein. Okay. Die zweite Sache, gestern wurde der Wunsch geäußert, was über Solar zu hören. Ich würde da ein bisschen Konfiguration, wie das aussehen kann, was man da machen kann. Besteht da Interesse? Okay, also beides relativ kleine Räume. Gut. Ich bin ganz schön voll, das Board. So. Ist gestern kam so der kurze Wunsch, einmal zeigen, was in der 7 neu ist. Ist das ausreichend beantwortet? Weil sonst hätte ich nämlich gegebenenfalls eine Session gemacht, wie man 7 verkauft. Also im Sinne von Argumentation gegenüber dem Kunden, Migrationsdauer, warum ist das geil, was neu ist, warum ist das, was wir weggeschmissen haben, nicht schlimm. Ist das, braucht das irgendwer? Interessiert das wen? Oh, es ist ja überschaubar. Ja, und jetzt Frage, Benni, wollen wir da noch irgendwas zwischendrücken oder findest du es voll genug? Sonst hätte ich nämlich alternativ noch mal so ein bisschen Elasticsearch, so um das, um mal so einen Gegenpol zu Solar aufzubauen. Eigentlich unter dem Hauptplot, wenn ihr das benutzt, um zu suchen, seid ihr dämlich. Weil man kann damit nämlich viel, 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 viel mehr, viel geilere Sachen machen. Aber auch suchen. Irgendjemand da so? Oha. Oh shit. Okay. Ja, genau, meine beiden Sessions bitte nicht parallel. Und auch nicht Solar und Elasticsearch nicht parallel. Du musst dann auch aufschreiben. Ja, ich bin nicht schon gerade irgendwie hingehen. Nee, nur Michi meinte gerade irgendwie. Keine kleinen Sessions mehr, hast du gesagt. Wir persönlich würden das jetzt hier schließen. Die wollen einfach so stehen lassen. Vielleicht noch wünscht ihr was, das Zweite zu machen. Was? Ja, ich bin den ganzen Tag da. Genau. Ansonsten jetzt die Frage, ob euch noch irgendwas fehlt. Irgendwas, was noch drückt, worüber wir heute unbedingt sprechen müssen. Benni, we need to talk. Ja, das sowieso. Ja. T3-Therapie. T3 Group ist das. Also, ich finde alles viel hätte die Pläne. Also ich spreche einfach mal von Manfred. Also es gibt Ideen, ganz viele, und es gibt wenig Munition, um das mal das Wort auszudrücken. Ich weiß nicht. Man könnte so eine Session machen, dass man ein bisschen darüber philosophiert, was man alles machen könnte. Und dann können wir darüber sprechen, wie ihr uns dabei helft, das zu machen. Also Ideen, Ansätze haben wir 100.000. Immer ganz viel abgefahrenes Zeug. Es liegt halt einfach an der Manpower, die wir haben. Das heißt, ich kann euch jetzt 100.000 Ideen vorstellen. Haben wir ja letztes Jahr auch gemacht. Vielleicht ist euch aufgefallen, davon haben wir ungefähr nur 70% geschafft. Ne? Also da waren so ein paar Sachen... Ja, aber sind halt nur Patches. Ne? Und dann so hier mal ein Space einfügen und da mal eine Klammer auf die neue Zeile. ja, also kann ich machen, wobei ich fairerweise sagen muss, dass das ultra abstrakt ist. Weil wir jetzt im Moment erstmal sagen, dass wir die 7 durchstabilisieren wollen bis, also was heißt durchstabilisieren, ist jetzt nicht so, dass die dir permanent um die Ohren fliegt, aber da gibt es halt Geschichten, die wären schon noch schön, wenn man die mal gerade ziehen würde. Und das wollen wir bis, was haben wir jetzt gesagt, wahrscheinlich Januar, Februar-ish mal fertig machen.
Weil wir im Moment auch das Hauptaugenmerk hat, jetzt mache ich die Session eigentlich. Ja, also kann ich machen. Will das irgendjemand wissen? Ja, lass doch mal so eine Spekulationsrunde machen. Genau. Spekulationsrunde Typo 3a. Alter, ey. Machen wir hier direkt als nächstes. Kannst hier bleiben. Ich weiß nicht, ob ich eine Parallel-Session mache. Nein, das haben wir extra so gemacht. Aber ich will es nicht drauf, es geht auch ja, können wir auch machen. Wo sind wir eigentlich zeitlich? Komm mal her, dann machen wir so eine Folgesession, das sind nicht so viele, jetzt haben wir nichts mehr, dann darfst du einfach irgendwie 2 Stunden lang in dem Raum bleiben. Ja, ja. Ich komme sowieso und nicht haben. Ja. Ich mache noch einen Zettel dafür. Und alle anderen dürfen sich da bedanken, dass niemand mehr kommt für seine Session. Wir können auch einfach nur diese Motivationsrede von Benny zeigen. Super. Kann ich da bitte eine Kaffeemaschine hinbekommen? Seit wann trinkst du Kaffee? Ich dachte, du lebst nur von dem Zeug da. Stimmt, ich hol mal eben einen. Ja. Ach so, ich dachte, du würdest was sagen. Wir sind fertig. Geht euch Kaffee holen. Für die, die hier im Hotel sind, bis 12 Uhr muss ausgecheckt sein. Ja, ihr dürft jetzt ein Foto machen, komm, ihr hört eh nicht auf uns. Also, wenn ihr das twittern wollt, bitte twittert das, aber guckt, dass die Sponsoren mit drauf sind. Ja? Also die Twitter-Aktivität ist übrigens besser geworden. Da könnt ihr noch mal ein bisschen nachlegen. Ja? Ja, das ist leider so ein... Das können wir nicht beeinflussen. Das ist so bitter, ne? Dann denkst du, ich mache einen Hotspot auf. Ja, Edge, danke. Schluck, ist das Exklusivvolumen weg.